Entschuldigung, aber um diese Zeit trinke ich immer. Sie gestatten doch. Anankasmus und Trunksucht. Ein unzertrennliches Paar. Schon immer unzertrennlich gewesen. Ich jedenfalls kenne keinen Poeten, der nicht zum Club der lebenden Quartalseifer gehört. Dichten heißt ja denken, nicht nur als Kür, mehr noch als Pflicht. Womit auch schon meine Dicht- bzw. Denksucht angesprochen wäre. Wussten Sie das? Süchte stehen untereinander selten im Widerspruch. Betrachten wir nur mal die Multi-Obsession Fress- und Fernsehsucht. Ach, die kennen Sie. Na also. Bei jedem Vollrausch sterben Gehirnzellen. Bei Lichte betrachtet. Opfergabe. Ähnlich einem Politiker. Reden und Handeln unabdingbar und doch Widerspruch. Nähe zur Macht bedeutet immer auch Entfernung vom Volk. Was denken Sie? Ist das schon tragisch oder einfach nur komisch? Wie auch immer, es ist so eine Sache mit den Widersprüchen, nicht wahr? Auch sprachlich. Aufgepasst, neulich habe ich gelesen, dass sich sogar Pazifisten Grabenkämpfe liefern und bei Wortgefechten schwere Geschütze auffahren. Homo Paradoxum. Prost! Sünde. Ja, die Sünde. Jetzt erinnere ich mich. Das steht in dem dicken Buch mit den hauchdünnen Seiten. Hab ich von vorn bis hinten durchgeackert, diesen Leitfaden oder Achtung D, Leitfaden. Jedenfalls ein Konvolut, voll von prämafiösen Milieustudien. Was denken Sie? Ist die Bibel schon Spannungsliteratur? Immerhin, da springt eine Menge Leute über die Klinge. Ich denke dennoch, kein Krimi. Dafür sind die Storys in ihrer Gesamtheit zu unausgewogen zwischen Spannung und Entspannung. Auf Spannung sollte immer Entspannung folgen. Und was zum Schmunzeln sollte auch sein, oder? Schmunzeln. Das war zumindest mir an keiner Stelle möglich, mit einer Ausnahme. Moses kommt den Berg heruntergelaufen. Im Tal angekommen, verkündet er stolz, Leute, es ist vollbracht, die Gebote stehen. Hab sie auf 10 heruntergehandelt. Ach ja, es ist schon ein Leid, dieses Durchwandern papierender Talsohlen. Ich scheue mich nicht, meine Karriere schleppen zu nennen. Man sollte Wahrheiten ins Auge blicken, nicht wahr? Da hilft kein Jammern und auch kein Klagen. Ran an den Speck, nur nicht verzagen. Sie denken an Goethe? Nicht ganz, ist von mir, hatte ich Renate gewidmet. Wenig später wurden wir geschieden. Jetzt verrate ich's Ihnen. Mein künstlerisches Gesamtwerk ist, wehe, Sie lachen jetzt, humoristischer Natur und die Ablehnungsschreiben sind auch nicht zu verachten. Habe ich allesamt in Kalbsleder binden lassen für die Nachwelt. Macht einen besseren Eindruck. Herr Dr. Oldenburg, Chefdramaturg einer Hörspielabteilung, mein loyalster Gesprächspartner. Von den insgesamt 40 an ihn eingesandten Humoresken kamen auch 40 zurück. Zuverlässigkeit finde ich wichtig, aber da fällt mir doch glatt mein letztes Werk ein. Aufgepasst. Ein Lokalpolitiker kann trotz Korruption gut schlafen. Wie dieses. Ganz einfach. Mein Held, Achtung Pointe, erschießt einmal pro Woche sein Spiegelbild. Dr. Oldenburg fand es überhaupt nicht komisch. Er schreibt, lieber Poet, ich komme mir fast schon grausam vor, aber ich muss Ihnen auch diesmal Ihren Text zurückschicken. Mir erscheint der Plot mit dem Spiegelbild spätestens seit dem baden gegangenen Uwe B. verwässert. Bis zum nächsten Mal grüßt Sie herzlich, Ihr Dr. Oldenburg.
Humor, das hätten sie nicht gedacht von mir, was? Sie tippten eher auf feinsinnige Lyrik, richtig? Letztendlich liegen sie damit gar nicht so schief. Aber vorerst zurück zur Grundsatzfrage, die, wie schon gesagt, hier im Raum stand und mir eine schonungslose Selbstreflexion abverlangte, mich zur bitteren Einsicht zwang. Humor, was für ein Irrweg und was für ein unnötiger dazu. Das Verhältnis von uns Deutschen zum Humor erinnert ja nicht erst seit gestern an die Beziehung des Vatikans zur Sexualität. Schauen Sie mal. Ein intelligenter Scherz setzt neben menschlicher Reife einen gewissen Bildungsstand voraus, meint auch, Lachen als solches darf nicht zur Therapiesimulation verkommen, sondern muss als Überzeugungstat gelten können. Der zu beschmunzelnde Gegenstand muss schon weit im Vorfeld intellektuell bewältigt worden sein. Nehmen wir zum Beispiel unsere Regierung. Humor aus deutscher Feder verbietet sich da meines Erachtens von selbst. Oder würde jemand von Ihnen behaupten wollen, dass wir insbesondere jene Politiker bewältigt hätten, die wie umnachtet davon reden, Zukunft nicht nur gestalten zu wollen, sondern eben dies auch zu können? Absurd, sprachlich, denn Zukunft lässt sich bekanntlich so wenig gestalten wie Vergangenheit bewältigen. Wer, bitteschön, kann schon auf einen längst abgefahrenen Zug aufspringen? Nein, Vergangenheit begreifen, damit es gelingt, Gegenwart zu gestalten, um infolge davon berechtigt für die Zukunft hoffen zu können, das wäre was, nicht wahr? Ach Gott, in Belangen sprachlichen Unsinns fällt mir die preußische Friedhofsordnung ein. Ein Erbstück, hier, von meinem Urgroßvater mütterlicherseits, § 17 Absatz 3. Bei der Beisetzung von Zwillingen ist von nur einem Leichnam auszugehen. Was wollte ich noch gleich?